Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir starten Fellner live heute mit dem großen Wahlsieger des gestrigen Sonntags und mit dem ersten großen Wahlsieger dieses Superwahljahres 2024. Der SPÖ-Spitzenkandidat Bernhard Auinger hat gestern nicht nur, wie erwartet, die Stichwahl zum Salzburger Bürgermeister gewonnen, sondern er hat völlig unerwartet ein Sensationsresultat eingefahren, nämlich über 62% der Stimmen. Und er hat den ja von allen Medien, auch von uns, hochgehypten Kai Michael Danke regelrecht versenkt, könnte man sagen. Jetzt ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Bürgermeister, muss man fast schon sagen, auch wenn Sie noch nicht angelobt sind. Schönen guten Abend, Bernhard Auinger, der Wahlsieger von gestern. Wir gratulieren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Auinger, wie war denn das gestern? Sie haben ja doch recht gezittert, weil der Medienhype für Kai Michael Danke war ja doch sehr, sehr groß. Und viele, viele Journalisten, vor allem außerhalb Salzburgs, haben eigentlich mit einem KPÖ-Wahlsieg gerechnet am gestrigen Sonntag. Naja, ich war mir meiner Sache eigentlich schon immer sehr sicher, weil ich viel in der Bevölkerung unterwegs war im Wahlkampf, natürlich auch nach dem ersten Wahlgang. Und da sehr viel Zuspruch da war, aber ich gebe offen zu, dieser mediale Hype, natürlich hat es einen dann verunsichert, was man zum Teil von Expertinnen und Experten gelesen hat. Aber ich war mir schon sicher, dass ich als Erster über die Ziellinie gehe. Aber mit diesem Abstand habe ich nicht gerechnet. Aber es macht mich sehr stolz. Ihre Frau hat ja gestern früh schon im Ö24-TV-Interview gesagt, mein Mann macht sicher über 60%. Sie haben sie korrigiert und haben gesagt, ich glaube, es wird eher sehr knapp werden. Ja, meine Frau ist eine Expertin und deshalb sind wir auch schon fast 25 Jahre verheiratet. Herr Auinger, Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, und ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, der klassische Loser, der klassische Verlierer in der Politik, insbesondere in der Salzburger Politik. Heinz Schaden hat Sie seinerzeit zum Nachfolger ernannt. Er war ja der legendäre rote SPÖ-Bürgermeister über viele Jahre in Salzburg. Und dann haben Sie gleich die Stichwahl gegen den ÖVP-Kontrahenten, muss man sich einmal vorstellen, gegen den ÖVP-Kontrahenten Harry Bräuner verloren, wenn auch nur knapp. Und 4 Jahre später, als Sie eigentlich dann der klare Sieger hätten sein sollen, tauchte Sebastian Kurz am Horizont auf und Sie sind von der ÖVP regelrecht demoliert worden. Zweimal verloren, klassischer Verlierer, hat man zu Ihnen immer gesagt oder gespottet. Er hat gesagt, aus dem Vizebürgermeister wird nie was. Haben Sie eigentlich je ans Aufgeben gedacht? Nein, wirklich nie. Also ich glaube, wir haben in der Salzburger SPÖ immer sehr fest zusammengehalten. Sie haben es ja schon richtig analysiert. Es bin damals aus dem Nichts raus. Ich musste durch die Verurteilung kurzfristig in diesen Wahlkampf gehen, habe dann um 270 Stimmen gegen einen amtierenden Vizebürgermeister, der 15 Jahre schon in der Stadtregierung war, verloren. Es war sehr, sehr knapp. Ja, und dann dieser Kurz-Hype, da war ich eigentlich chancenlos. Aber ich habe immer an mich selbst geglaubt, mein Team auch an mich. Und wir haben hart in unseren Ressorts gearbeitet, ehrliche, offene Sachpolitik betrieben. Und das wurde gestern honoriert und bin sehr stolz auf die Wählerinnen und Wähler in Salzburg. Entschuldigen, dass ich das sage, aber wenn man in Salzburg SPÖ-Spitzenkandidat ist, dann muss man ja eigentlich Bürgermeister sein. Jeder andere an Ihrer Stelle hätte aufgegeben. Nein, ich bin keiner, der aufgibt. Also ich war 27 Jahre in der Privatwirtschaft, habe dort auch immer hart gearbeitet und wir haben immer an einem Seil gezogen und diesen Spirit habe ich auch versucht, in der Salzburger SPÖ, zumindest in der Stadt SPÖ, zu installieren. Und wenn man ständig das Personal wechselt, sieht man ja auch, dass das nicht unbedingt positiv ist. Und wir haben hier Stabilität gehabt und wir sind am Samstag vor 2 Wochen dafür belohnt worden, trotz dass es links eine starke Bewegung jetzt mit der KPÖ gegeben hat. Und gestern haben wir sozusagen unser drittes Ziel erreicht, auch den Bürgermeister zurückzuholen.
Jetzt waren Sie immer so etwas wie der Good Guy in der Salzburger Politik, der nette Kerl, der nette Auinger, wie man immer gesagt hat, immer gut und nett mit allen, sind mit allen immer gut ausgekommen. Eigentlich waren Sie ein lieber Kerl bis zu dem Tag, wo Sie beschlossen haben, gegen die U-Bahn aufzutreten und dem Herrn Bürgermeister Harry Bräuner damit den Kampf anzusagen, richtig? Ja, das haben wir vor 2 Jahren begonnen, weil ich dieses Projekt für völlig überdimensioniert und vor allem für die Stadt Salzburg für unfinanzierbar halte. Aber trotzdem hat sich an meiner guten Gesprächsbasis zu Harry Bräuner nichts geändert. Ja, alle mögen Sie eigentlich im Salzburger Regierungssenat. Sogar die FPÖ findet keine kritischen Worte, hat gesagt, lieber Auinger als die Kommunisten. Die ÖVP hat überhaupt für Sie geworben in dieser Stichwahl. Warum mögen alle den Auinger in Salzburg? Ich bin ein Sachpolitiker und ich denke, es geht um politische Inhalte, es geht um die Sache und da habe ich natürlich mit der Landesregierung unterschiedliche Partner gehabt, von der ÖVP, von der FPÖ, in der letzten Funktionsperiode auch von den NEOS und von den Grünen. Und wenn es um die Sache geht, dann ist mir die Zusammenarbeit einfach sehr, sehr wichtig. Da hat dann auch die Bevölkerung mehr. Und ich meine, was der Bund von Salzburg lernen kann, man muss sich nicht immer die Köpfe einschlagen, aber man kann auch so zusammenarbeiten über Parteigrenzen hinweg. Und ich glaube, das wurde von den Wählerinnen und Wählern gestern auch eindrucksvoll honoriert, weil sonst hätte ich ja keine 63% geschafft. Ja, Sie sind ja in einigen Medien überregional, vor allem in Wien, sehr hart kritisiert worden als Schmusepeter, weil Sie immer mit dem Kai-Michael Dankl im Vorwahlstreit in Duellen und in Duetten aufgetreten sind. Da hat es einige Scherzbolde in der Medienbranche gegeben, die haben gesagt, er traut sich nicht allein vor der Kamera, sondern der umarmt seinen KPÖ-Gegner über alle Maßen. Letztendlich war das offenbar ein Erfolgsgeheimnis von Ihnen. Ja, ich habe auch so manchmal schmunzeln müssen, was so der ein oder andere Chefredakteur in Diskussionen von sich gegeben hat. Es sind dann meistens die, die auch kritisieren, wenn im Nationalrat die Fetzen fliegen. Also ich meine, dass dieser Stil, den wir hier gewählt haben, einer ist, der von der Bevölkerung sehr stark honoriert worden ist, weil wir haben ja auch eine steigende Wahlbeteiligung zumindest im ersten Wahlgang gehabt. Und auch in der Stichwahl sind jetzt zwar nur noch unter 50% gegangen, aber immerhin mehr wie bei der letzten Stichwahl 2019. Sie haben den Kai-Michael Dankl ja immer gelobt, immer umarmt. Man hatte fast das Gefühl, das ist Ihr Lieblingssohn oder eine Art jüngerer Bruder, den Sie da abschmusen, im wahrsten Sinn des Wortes. Was haben Sie denn so gemocht an dem Kai-Michael Dankl? Also Sohn, ich bin 50, er 35, da wäre ich schon etwas frühreif gewesen, glaube ich. Nein, Spaß beiseite. Er ist ein sehr intelligenter, sympathischer Jungpolitiker. Ich glaube, er wird noch viel lernen müssen, der Stadtregierung. Diese Möglichkeit hat er jetzt. Ich werde ihn auf jeden Fall unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir gut zusammenarbeiten. Aber er wird jetzt schon auch Verantwortung übernehmen müssen. Also das hat er ja in der Vergangenheit eher Opposition betrieben. Und das wird man jetzt sehen. Aber ich bin positiv gestimmt. Und wie gesagt, er ist sympathisch. Man kann, glaube ich, gut mit ihm zusammenarbeiten. Und von daher bin ich sehr optimistisch, dass ein neues Regieren in der Salzburger Stadtregierung möglich ist. Sie sind sehr hart dafür kritisiert worden in Wien, in den überregionalen Medien, dass Sie in einem dieser Duelle zu Kai-Michael Dankl gesagt haben, in ein paar Jahren gehört dir ohnehin diese Stadt. Erstens die Kritik war, was ist das für ein Wahnsinniger, der glaubt, dass einem Politiker die Stadt gehört? Und B, wie kann einer, der gerade Wahlkampf macht, zum Gegner sagen, nächstes Mal bist eh du der Gewinner? Na, ich glaube, ich kann mich an das Interview erinnern. Ich habe gesagt, wenn er so weiter tut, dann hat er sicherlich eine gute Zukunft. Das heißt aber nicht, dass er Bürgermeister wird. Sie haben gesagt, ihm gehört in ein paar Jahren ohnehin die Stadt. Ehrlich, wo habe ich das gesagt? In der Kronenzeitung, angeblich. Also an diese Aussage, muss ich ehrlich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Ich habe gesagt, wenn er so weiterarbeitet, dann gehört ihm auch die Zukunft. Aber das muss ja, können ja verschiedene Funktionen sein. Das muss ja nicht der Bürgermeister werden. Weil ich habe schon vor, jetzt 2, 3 Funktionsperioden, diese Stadt positiv zu verändern. Sie haben vor, ein neuer Heinz Schaden zu werden, richtig? Der ist Ihr Vorbild.
Ein neuer Heinz Schaden. Also Heinz Schaden ist sicher einzigartig, aber ich habe mein politisches Handwerk von ihm gelernt und insofern wird mir das jetzt sicher zugutekommen. Werden Sie dem Kai-Michael Dankl das Wohnbauressort, das Wohnressort anbieten, so wie er es will, und dann mit ihm eine Wohnoffensive in Salzburg starten? Naja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass er für dieses Thema brennt. Die Gespräche starten morgen mit ihm und ja, ich gehe davon aus, dass ich ihn für das Wohnen verantwortlich mache. Er hat ja viel versprochen und insofern wäre es schon auch gut, wenn er jetzt auch die Verantwortung übernimmt. Aber ich möchte den Gesprächen auch mit den anderen jetzt noch nicht vorgreifen. Aber die Chance, dass er das Wohnressort bekommt, ist sicherlich sehr groß. Und es ist so, dass Sie viele Punkte seines Wohnbauprogramms teilen, inhaltlich. Ist das richtig? Naja, wenn man sich das KPÖ-Wahlprogramm ansieht, dann wird man feststellen, dass ganze Sätze, ohne sie irgendwie zu verändern, aus unserem Programm dort reinkopiert worden sind. Also insofern ist die Übereinstimmung zu 95% auch nicht überraschend. Aber die Wohnoffensive des Kai-Michael Dankl könnte auch von Bernhard Auinger stammen. Also da werden wir gemeinsam arbeiten. Also als Bürgermeister ist man dann für die Finanzen zuständig und wenn wir, so wie es Wien ja hervorragend macht, aktive Bodenpolitik betreiben, Grundstücke selbst kaufen, wird sie auch Geld dafür brauchen. Also wir werden hier sicher eng zusammenarbeiten. Sie haben das gestern auf Ö24 TV gesagt, hat schon für Riesenecho gesorgt, auch für Begeisterung bei Bürgermeister Ludwig. Sie haben gesagt, Wien ist Ihr Vorbild. Ja, selbstverständlich. Also ich bin ja mit Michi Ludwig immer in guten Kontakt und gerade was den Wohnbau betrifft, den städtischen Wohnbau, den gemeinnützigen Wohnbau, gibt es, glaube ich, keine Landeshauptstadt, die das derartig exzellent macht wie die Stadt Wien. Deshalb sind ja auch die Mieten am Privatmarkt in Wien wesentlich günstiger wie in Salzburg. Also ich glaube, da können wir sehr viel von Wien lernen. Das heißt, Sie werden jetzt eine Offensive im sozialen Wohnbau starten. Der Kai-Michael Dankl will ja, dass Sie jetzt im großen Stil Grundstücke aufkaufen, weil angeblich kaum welche vorhanden sind. Also man kann ja diese Wohnbauoffensive gar nicht starten in Salzburg, weil es keine Grundstücke dafür gibt. Werden Sie das tun? Werden Sie jetzt wirklich viel, viel Geld in die Hand nehmen, um Grund aufzukaufen, um dann dort sozialen Wohnbau zu starten in Salzburg? Na, Herr Fellner, das haben wir ja bei den Budgetverhandlungen die SPÖ schon reinverhandelt. Es sind jetzt knapp 10 Millionen Euro für den Grundstückskauf für 2024 im Budget. Das heißt, der für Wohnen zuständig ist, kann hier schon aus dem Vollen schöpfen. Der Kai-Michael Dankl hat ja diesem Budget nicht zugestimmt. Jetzt glaube ich, wird er froh sein, dass die SPÖ für ihn dieses Geld reinverhandelt hat, wenn er dieses Ressort übernimmt. Und wir werden Jahr für Jahr jetzt hier zusätzliche Mittel brauchen, ja, um auch Grundstücke zu kaufen, wo wir tatsächlich auch geförderten Mietwohnbau bauen können. Sonst werden wir nicht weiterkommen und das ist unser gemeinsames Ziel. Nur der will ja die zehnfache Summe für die Grundstückankäufe, also über 100 Millionen. Und der weiß auch, wo es herkommen soll, nämlich aus den Geldern, die für die U-Bahn vorgesehen sind. Und da sind Sie ja nun die beste Ansprechperson, weil Sie sind ja der einzige Politiker in dieser Stadt, der immer ganz vehement, ich würde fast sagen radikal, gegen diesen aufsehenerregenden U-Bahn-Bau vom Bahnhof bis zum Schloss Mirabell eingetreten ist. Das ist richtig, aber wir haben das nicht kurz vor der Wahl gemacht, sondern schon vor 2 Jahren. Und auch da kann ich nur wieder sagen, habe ich mich in Wien informiert, was sind denn so die durchschnittlichen Kosten für einen U-Bahn-Kilometer, was kostet ein Kilometer Straßenbahn. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass diese Berechnungen unserer S-Link-Gesellschaft nicht stimmen können, weil wir haben den schlechtesten Boden in ganz Österreich und unsere Experten hier behaupten, sie können das billiger bauen wie die Kolleginnen und Kollegen in Wien, die schon viel mehr Erfahrung im U-Bahn-Bau haben. Und dann sind wir skeptisch geworden und wir sind bestätigt worden und eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, das kann ich Ihnen versprechen, wird dieses Projekt auch ablehnen. Es wird ja noch einmal eine Volksbefragung oder Volksabstimmung geben. Ja. Wahrscheinlich wird es zu einem Nein kommen und dann werden Sie der Begräbnisdirektor für die U-Bahn sein, richtig? Ja, ich war jetzt in der letzten Funktionsperiode auch für die städtische Bestattung zuständig. Ja. Das erspart der Stadt, wenn ich richtig informiert bin, 700 Millionen Euro. Wie werden Sie die denn verwenden? Einerseits für den Wohnbau, andererseits für den Ausbau der Öffis, die ja in Salzburg, das muss man ja fairerweise feststellen, nicht gerade berauschend attraktiv sind.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was ist eigentlich sinnvoller, wenn wir in den Wohnbau investieren, dass die Menschen in der Stadt bleiben, dann ziehen sie nicht ins Umland und müssen dann auch nicht reinpendeln. Das heißt, es ist auf der einen Seite viel nachhaltiger, wenn wir hier die Menschen in der Stadt halten können. Und das Schlimme ist ja, Salzburg ist ja sogar geschrumpft letztes Jahr. Das heißt, es ist eine Stadt, die nicht mehr wächst im Vergleich zu anderen Städten. Und das ist nicht gut, das ist auch für die Stadt nicht gut. Und das habe ich immer gesagt, da müssen wir schauen, dass die Leute wieder bei uns sich das Wohnen leisten können. Und da müssen wir auch die Wohnungen bauen. Herr Bürgermeister, wenn ich Sie schon so ansprechen darf, was wird sich denn unter Ihrer Regentschaft in Salzburg ändern? Was wird sich ändern oder ist Ihr Erfolgsgeheimnis, dass sich nichts ändern wird? Nein, also es wird sich einiges ändern. Ich möchte Salzburg neu regieren. Ich möchte das Team, das gesamte Stadtregierungsteam mehr in den Vordergrund stellen. Ich möchte auch, dass die Stadtregierung draußen in den Stadtteilen bei den Menschen ist und dass wir die Probleme beim Wohnen, beim Verkehr, aber auch in der Kinderbetreuung und in der Pflege, es sind ja zwei Themen, die völlig untergegangen sind im Wahlkampf, die aber auch sehr wichtig sind, dass wir die gemeinsam angehen, dass man sich gegenseitig den Erfolg gönnt. Und ja, ich würde da gerne an der Spitze mit diesem Team arbeiten. Die Gesprächsbasis ist hervorragend. Und insofern, ja, Salzburg neu regieren könnte, glaube ich, das Motto sein. Also Ihr Versprechen ist mehr Kinderbetreuung. Salzburg ist da ja ein durchaus umstrittener, konservativer Boden. Es gibt zu wenig Kindergärten, schlechte Öffnungszeiten. Zweitens mehr sozialer Wohnbau. Und drittens attraktivere Öffis. Habe ich das verstanden? Das sind die drei großen Themen, mit denen Sie jetzt loslegen wollen. Und die Pflege noch dazu, wo wir auch einen akuten Personalmangel haben. Also das sind, glaube ich, so die Hauptthemen, die wir in Angriff nehmen. Und mir ist es auch wichtig, dass wir wirklich konkrete Projekte in den Parteienvereinbarungen fixieren für die 5 Jahre, damit man es auch dem Bürger konkret sagt, genau das gehen wir jetzt in den 5 Jahren an. Also wirklich, ich möchte sehr konkret werden. Nichts ändern werden Sie, wenn ich das richtig verstehe und wenn die ÖVP das richtig versteht, die das ja schon bejubelt, bei der Wirtschafts- und bei der Kulturpolitik. Festspiele über alles ist auch Ihr Motto, richtig? Also Festspiele nicht über alles, aber ich glaube, dass die Stadt Salzburg sehr froh sein kann, dass wir die Festspiele haben. Die haben Strahlkraft weit über die typische Kultur hinaus, geben dieser Stadt sehr viel Wohlstand und auch sehr viel Kraft, kulturpolitisch, aber auch zum Teil sozialpolitisch, würde ich sogar sagen. Und insofern sind die Investitionen gerechtfertigt. Ich komme aus der Privatwirtschaft. Ich habe beide Seiten kennengelernt, die Arbeitnehmervertretung. Ich weiß auch, wie Wirtschaft funktioniert, wie Konzerne ihre Standorte auswählen. Und es ist wichtig, dass man das austariert. Und dafür stehe ich und dafür bin ich, glaube ich, gestern auch von vielen Leuten auch aus der Wirtschaft gewählt worden. Sie waren, um es zu sagen, Betriebsrat bei Porsche. Ich war Betriebsrat bei Porsche, war aber vorher in unterschiedlichen Funktionen tätig, in der Informatik, im Maschinen- und Werkzeugbau, bin international dann auch im Volkswagen-Konzern tätig gewesen, also und ist ein Konzern, der in 56 Ländern aktiv ist und habe da sehr viel auch über Wirtschaft gelernt. Das heißt, Sie kommen vom Unternehmen Nummer 1 in Salzburg, kann man sagen. Das ist richtig. Es ist, glaube ich, nach dem Sparkonzern der größte private Arbeitgeber. Herr Auinger, ich muss ein bisschen eine kritische Frage stellen, eine, die Sie ein bisschen grillt. Ja. Sie werden ja heute gefeiert, nicht nur von Josef Czap und von Michael Ludwig, sondern auch von vielen Medien als neuer SPÖ-Politiker der politischen Mitte. Man sagt, der Auinger hat deshalb in Salzburg gewonnen, weil er eine Erfolgsformel hatte, nämlich die politische Mitte. Er ist ein Politiker der Mitte, deshalb hat er auch den Herrn Babler nicht eingeladen, sondern den Heinz Fischer und hat sich ganz anders als sein Wiener Parteichef als Politiker der Mitte präsentiert. Was sagen Sie da dazu? Ich streite das nicht ab, dass ich jemand bin, der in der Mitte steht, weil ich glaube, die SPÖ kann nur dann Wahlen gewinnen, wenn sie ein breites Angebot hat. Ich halte von Feindbildern generell nichts und insofern haben wir unsere Strategie ganz klar gefahren, dass wir als Stadt-SPÖ für eine breite Bevölkerungsgruppe in der Stadt Salzburg wählbar sind und dass wir für sie auch was leisten wollen. Und ich sage es ganz offen, es gibt auch eine Managerin, die 20.000 Euro verdient, die aber einen dringend alleinerziehend ist und einen Kinderbetreuungsplatz braucht. Und es gibt auch die Kassierin, die einen Kinderbetreuungsplatz braucht. Für beide möchte ich als Bürgermeister da sein und für beide ist auch die SPÖ da.
Jetzt können Sie aber wohl schwer abstreiten, dass Ihr Wiener Parteichef Andreas Babler, der Sie gestern so herzlich und liebevoll umarmt hat und der nicht einzukriegen war in seiner Begeisterung, nicht unbedingt ein Politiker der politischen Mitte ist. Er ist ja stolz darauf, dass er eine klare linke Position hat, links der Mitte. Also erstens habe ich mich gefreut, dass er natürlich gekommen ist. Ich glaube, bei einer Siegesfeier gehört der Parteivorsitzende dazu und es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und die inhaltliche Diskussion, mit welchem Programm die Bundespartei in den Nationalratswahlkampf geht, die wird jetzt sicher geführt. Ich weiß, dass er sich mittlerweile sehr, sehr gut abstimmt mit Michi Ludwig, mit Peter Kaiser, mit unseren erfolgreichen Bürgermeistern und Bürgermeistern. Und ich werde ihm natürlich in internen Diskussionen auch sagen, was war unsere Strategie und wie haben wir diese Wahl gewonnen. Und Ihre Strategie war, wir müssen wieder eine Partei der Mitte werden. Wir müssen auch leicht nach rechts von der Mitte aus. Wir dürfen uns nicht links außen bei der KPÖ positionieren. Das würde ich so sagen, weil dann wäre ich wahrscheinlich auch nur Zweiter geworden. Und mein Paradebeispiel ist eigentlich immer Bruno Kreisky. Immerhin hat der die Pensionsversicherung für die Landwirte eingeführt. Das würde man wahrscheinlich heute gar nicht mehr glauben, dass das kein ÖVPler war. Nein, es war ein SPÖler. Und die SPÖ war immer dann stark, wenn sie das Leben positiv verändern konnte für eine breite Bevölkerungsgruppe. Dann war sie stark. Also Ihr Appell ist an die SPÖ und auch an Ihren Parteichef, hört mit dieser Linksaußenträumerei und mit diesem Marxismusgeschwabel auf, positioniert euch in der Mitte, attraktiv auch für ÖVP und FPÖ-Wähler, so wie Sie das in Salzburg in der Stichwahl dann gemacht haben. Sie haben es gut zusammengefasst. Das wundert mich, weil eigentlich habe ich jetzt Ihren Widerspruch erwartet und habe gedacht, Sie sagen, Andreas Babler ist am absolut richtigen Kurs. Na, wie gesagt, ich glaube, das Ergebnis vor 2 Wochen zeigt, dass man nur Erster werden kann, wenn man abseits von links, rechts, mit dem die Bevölkerung ja wahrscheinlich relativ wenig anfangen kann. Sie will Lösungen für ihre Probleme und da will sie ein breites Angebot haben. Und ich glaube, das müssen wir als SPÖ liefern. Man kann dann natürlich auch gute Sozialpolitik machen, aber dafür brauchen wir auch die Mehrheit dafür. Und insofern würde ich schon sagen, sich gut in der Mitte zu positionieren. Sie sind nicht nur als Mitte-Politiker spannend, sondern bundespolitisch auch deshalb spannend, weil Sie stehen jetzt als roter Gallier, könnte man sagen, als roter Obelix einer schwarz-blauen Koalitionsregierung im Land gegenüber. Ist die für Sie ein Horror, was die Herrschaften Haslauer und Zwarzig da aufführen? Also ich habe grundsätzlich jetzt mit dieser Funktionsperiode eher mit dem Stefan Schnell kulturpolitisch, mit dem Landeshauptmann Haslauer über die Museen zu tun, mit der Marlene Swatzig im Bereich der Kinderbetreuung und mit dem Martin Zauner von der FPÖ im Bereich des Sports. Die Zusammenarbeit bisher, muss ich sagen, ist sehr konstruktiv. Mir wäre da jetzt noch keine Verschlechterung grundsätzlich aufgefallen und ansonsten, ja, dass es durchaus kontroversieller jetzt in der Landesregierung ist, glaube ich, wird allen Medien auffallen. Das heißt, Sie mögen Swatzig und Haslauer eigentlich. Sie sagen, das ist super, mit denen zusammenarbeiten, Pussy Pussy. Na, Pussy Pussy, also inhaltlich trennt uns in der Kinderbetreuung schon eine Welt, aber nichtsdestotrotz muss man zueinander finden. Und mit dem Landeshauptmann, ja, habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich glaube, das kann ich sagen. Da muss ich jetzt gleich 2 Fragen dazu stellen. Erstens einmal, es kommt jetzt ja eine neue bundespolitische Koalitionsdiskussion. Halten Sie eigentlich eine Koalition mit der ÖVP für das Ideale in der nächsten Zeit? Oder würden Sie sagen, die SPÖ muss auch offen sein, mit der FPÖ eine Koalition zu verhandeln und sich einmal die inhaltlichen Punkte anzuschauen und dann nach dem Kaiserpapier vorzugehen, ob das für die Parteibasis akzeptabel ist oder nicht? Also in der jetzigen Situation, in der die Bundes-FPÖ ist unter Kickl, halte ich es eigentlich für unwahrscheinlich, dass man hier zueinander findet. Mit der ÖVP, nach einer Wahlniederlage der ÖVP, vielleicht mit personellen Veränderungen schon wesentlich eher. Und ich sage, es wird oft die große Koalition so verteufelt. Aber ich glaube, wenn sie zusammengearbeitet haben, gab es auch viele gute Jahre, wo diese große Koalition sehr viel für Österreich geleistet hat. Sie legen ja großen Wert darauf, ein klassischer Demokrat zu sein. Sagen Sie, der Erste bei der Nationalratswahl soll automatisch auch Bundeskanzler sein
Oder sagen Sie, es kann auch der Zweite, wenn er zum Beispiel Babler heißt, Kanzler werden, das ist kein ehernes Gesetz, dass der Erste aus den Kanzler stellt? Naja, das hatten wir ja in der Vergangenheit schon. Wir hatten einen Kanzler, der ist Dritter geworden. Naja, aber das war ja nicht zu Ihrer Begeisterung. Das war ja nicht zu Ihrer Begeisterung. Na, das stimmt. Ja? Na, grundsätzlich glaube ich schon, dass der Erste den Führungsanspruch stellen soll. Aber das ist halt dann auch eine Frage, ob er eine Koalition zusammenbringt. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Er wird ja nicht direkt gewählt, so wie der Bürgermeister in der Stadt Salzburg. Abschließende Frage, Herr Auinger. Werden Sie jetzt in der Bundespolitik ein bisschen eine Rolle spielen nach Ihrem Wahlerfolg, so wie das der Ludwig auch von Wien aus macht? Werden Sie sich da ein bisschen einbringen in die neue SPÖ-Linie, vor allem auch vielleicht mit Ihrem Parteivorsitzenden Egger, der gestern auch fulminant gewonnen hat, auch wie Sie fast mit 60% in Neumarkt. Sie sind jetzt ja sozusagen ein Popeye-Duo, beide mit viel Spinat sozusagen gefüttert seit gestern. Werden Sie da in der Bundespolitik ein bisschen mehr das Wort ergreifen? Nein, mein Platz ist in Salzburg, aber ich stimme mich sehr, sehr eng mit dem Michi Ludwig in Wien, mit dem Klaus Luger in Linz. Das sind zwei Bürgermeister, wo ich einen sehr engen Austausch habe. Ich bin im Städtebund, im Präsidium. Das ist meine Liga, wo ich spiele. Wenn mich in der Bundespolitik wer fragt um meine Meinung, dann werde ich sie intern natürlich sagen. Aber ich habe keine Ambitionen, hier mich näher einzumischen. Da gibt es auch gute Leute, die machen das gut. Mein Platz ist in Salzburg, meine Familie ist in Salzburg. Ich bin sehr stolz jetzt, Bürgermeister dieser Stadt zu werden und werde mich die nächsten 10, 15 Jahre hier mit voller Kraft für die Salzburgerinnen und Salzburger einsetzen. Glauben Sie, bringt das Salzburger Ergebnis jetzt Rückenwind für die SPÖ und für Babler? Also ich würde jetzt die Stadt Salzburg nicht zu groß machen, dass wir jetzt der Motor für eine bundespolitischen Geschichte sind. Aber es ist zumindest ein schöner Tag für die gesamte Salzburger SPÖ gewesen und damit natürlich auch für die Bundes-SPÖ. Ja, war ein sehr sympathisches Interview, Herr Auinger. Zieh den Hut vor Ihnen, gratuliere Ihnen zum Bürgermeister. Schön, dass Salzburg so einen sympathischen Bürgermeister hat, wenn ich das als Ex-Salzburger sagen darf. In dem Sinn, alles Gute in die Festspielstadt. Mozart bleibt nicht Kommunist, könnte man sagen. Die Mozartkugel bleibt rund. Die Festspiele werden keine Volksstimme fest werden. Salzburg bleibt Salzburg, aber hoffentlich etwas sozialer und vor allem bildungspolitisch aktiver als bisher. In dem Sinn, alles Gute, Gratulation noch einmal zum Wahlerfolg. Das war Bernhard Auinger, der neue Bürgermeister von Salzburg. Wir machen eine kurze Werbepause und dann liefern wir Ihnen natürlich den Fernsehauftritt seines besten Amigos, wenn ich das so sagen darf. Kai-Michael Dankl wird uns zugeschaltet sein. Auch der ja ein wahrer Sympathieträger. Das war ja ein Wahlkampf, wo man als Beobachter sagen muss, Hut ab, so hätten wir gern alle Wahlkämpfe in diesem Land. Und Kai-Michael Dankl war nicht nur ein sympathischer Wahlkämpfer, er ist, wie Sie gleich hören werden, auch ein sehr sympathischer Verlierer. Kurze Werbepause und dann ist er live dran. Kai-Michael Dankl aus Salzburg.